Teddy? Achtung, er lädt euch auf dich zu. Ich sehe es ja. Ich hab keinen Hunger. Siehst du, hättest du jetzt den auch noch. Ja, komm. Ich meine Pfeile. Nochmal auf mich zukommen, Habe. Hehe. Nee, Set will er jetzt auch noch haben. Ich hab doch alles zu Hause gelassen. Ich hab komplett mich leer gemacht. Ja, welches Metall am wichtigsten? Gold? Warte, bleib mal kurz stehen. Stimmt, nur Eisen, oder? Hier ist ein Set für dich. Ach, ist schon fertig. Okay. Cool, danke. Oder? Hm? Nur Eisen oder was brauchen wir? Warte mal. Ich guck mal kurz. Wir brauchen die T2 Werkbank. Das war's, Zong. Das war's. Die T3 Werkbank meine ich. Dafür brauchen wir nur Eisen. Dann brauchen wir das Ding. Kupfer brauchen wir auch. 2 Barren. 3 Barren. Anbaufläche, Kräuterbank. Ja, 3 Kupfer. Also 6 Kupfererz und ansonsten Eisen. Mhm. Aber jetzt 100 Eisen. Ja. Echt? Wir müssen nicht einmal so hoch. Wir müssen nichts höher machen oder was? Nee. Ist ja nur T3 und T3 ist ja einfach nur Eisen und Kupfer. Ah ja, okay, cool. Ich finde T4 sollte gelöscht werden aus dem Spiel. Das macht das alles viel zu doof, das Spiel. Ich mag T4. Ich wünsche mir noch ein paar gute Optionen mit T4, dass du halt wirklich sagst, das würde ich gerne noch machen. Rex, was machst du da? Es kann ja nicht sein, jetzt komme ich nicht einmal zur Höhle, ich sterbe 4-5 Mal bei der Höhle fast, auf dem Weg dahin. Ja, lebst du noch? Ja, ich lebe noch, aber das ist halt hier, also... Also ihr müsst verstehen hier im Chat, ne, ich spiele das Spiel heute das erste Mal. So komme ich mir gerade echt vor. Oh Mann, ey. Imagine. Der ist allgemein nicht so gut in Videogames. Videogames? In welchem Jahrhundert kommst du denn? Das sagen die doch immer so. Wenn du so die normalen Medien darüber reden hörst, die sagen doch immer Videogames. Das sagt man schon lange nicht mehr, dass du das total krass. Du weißt, dass wir keine Ahnung haben. Da weißt du genau, das ist eine glaubwürdige Quelle. Gab's erst neulich wieder eine Reportage über jugendliches Verhalten. Oh, und da haben sie auch gesagt, die spielen zu viel Videospiele. Ja, was sollen sie denn bei Corona machen? Rausgehen? Also. Sich fortpflanzen, am besten schon mit 12. Mhm, ja, genau. Dann werden die Leute glücklich, auf jeden Fall. Noch weiter verteilen den Müll. Das Erste, was du dran denkst, ist, dass die Corona dabei weiter verteilen. Ja, in diese scheiß Welt setzen. Noch mehr. Also, egal. Ja, ist doch so, oder nicht? Mit 12 heute Sexualität ist völlig normal schon. Wieso kann ich so einen Wurm nicht one-hitten mit einem Knochenfall mehr? Ja, also muss ich konnte das Damage kriegen. Ja, ich hab über 400 gemacht. Das ist das Problem mit dem Bogen. Du hast keinen Damage-Schaden. Ja, aber ich hab den selben Bogen und hab 400 gemacht. Was? Ja. Hast du Bogen? Ja, bis zum Ende. 261. 252. Also 262. Du kannst auch noch mehr Damage machen, weil die haben 2 Crit-Punkte. Soweit ich weiß. Wenn du die genau mittig von ihrem Mund triffst oder leicht drüber, dann machst du nochmal irgendwie so 10-20 mehr Schaden. Okay, also normalerweise gehe ich rein, schieß zack tot. Mhm. Also diesmal musste ich öfter schießen. Mindestens immer, wenn man irgendwie, also ich hatte so einen Punkt, wo ich ihn hitte, da sterben die in 99% der Fälle. Wenn ich ihn nicht treffe, dann mache ich weniger Schaden, wenn ich nur den normalen Bogen tauchen kann. Ich habe heute wieder in Kommentar mit hochgeleitet, Obstin. Den ich auch sehr feiern würde. Da haben Leute gesagt, sie würden sich vor. Wir würden es sehr begrüßen, wenn in den Höhlen auch noch Bären drin wären.
Und das finde ich auch gut. Ein Bär lebt in der Höhle. Ja. Deswegen, ich fände es schon gut, wenn ab und zu in so einer Höhle ich hab einfach mal ein Bär drin wäre. Ich habe auch gedacht, dass es Höhlen gibt, in denen Bären sind. Ja, Höhlen, das sagen viele sind, tatsächlich. Höhlen, in denen irgendwie der hat schon nicht über nur Würmer sind. Der Kommentar ist noch nicht mal 24 Stunden alt gewesen. Er hatte schon über 600 Likes. Ja. Also sehr, sehr viele würden das feiern, wenn in den Höhlen auch noch Bären drin wären. Da kann man doch nicht dodgen, den Bären in der Höhle. Spinn's jetzt. Mach mir das Spiel noch schwerer. Du spielst das doch eh bald nicht mehr. Es gibt ja die Höhle, die wir bei der Voice-Mission hatten, unten die Doppelhöhle. Mhm. Da, als ich das erste Mal dorthin bin, ist dort ein Wolf und ein Bär rumgelaufen. Und in die eine Höhle ist der Wolf reingelaufen. Und ich dachte, das wäre eine Wolfshöhle, aber da waren auch nur Würmer drin. Das war ich echt enttäuscht. Enttäuscht. Ja. Und in der Eiswelt habe ich gedacht, dass die Eisbären in der einen Höhle wohnen. Aber da ist auch nur mal ein Eisbär vorne an den Höhleneingang gelaufen. Da kann man die ja nicht dodgen. Ja, ich versetze mich da schon rein in Situation. Du sollst sie auch nicht dodgen, du sollst sie töten. Aber ich muss ja dort schon zu töten, sonst töten die mich. Weil was wollen die Leute am meisten sehen? Das Streamer versagen. Da sind sie ja genau richtig. Aber leider gibt es zu viele, die versagen, deswegen. Ich hab übrigens eine Lungenentzündung. Okay, keine Würmer mehr, das war's dann. Die vier Stück. Und ich dachte jetzt, kommen welche noch. Aber Gold brauchen wir auch für Tier 4, habe ich gehört, ne? Voll geil. Ja, nimm mit. Und Exotic braucht man nicht mitnehmen, oder? Das braucht man gar nicht, T4. Okay. Nee, Exotic ist komplett unnütz. Ja, nicht für die Mission, hast du recht. Und wir auch noch schlechtes Wetter. Deswegen bin ich in der Höhle. Oh, was haben wir denn getan? Anbaufläche. Ja, das Bait ist auch kompliziert zu bauen. Das ist ja recht, das ist nicht so einfach. Da kommt man nicht hin, oder was? Obwohl hier... Ah ja, okay. Wo ist es denn? Was ist denn das? Also wir brauchen 15 Kupfer, also 30 Kupfer. Ja, ich habe 90 Kupfererz. Au. Das ist viel zu viel. Was ist denn das viel hier? Viel zu viel Kupfer. Und ich habe 300 Eisen mit. Okay. Reicht das? In der Höhle war auch noch Platin, wenn du willst, soll ich dir das auch noch. Ja, Titan wäre noch geil, damit wir dann direkt auch noch Titan wegziehen können, wenn wir schon bei T4 sind. Ich finde, wir sollten... Das Eisen nie bei dir ankommt. Ich finde, bei Dedicated Server sollten wir es so machen, dass wir nur Rang 1 bauen können. Und damit müssen wir leben. Oh, guck mal. Was? Auf so einem Dedicated Server sollte man so spielen, dass man nur Rang 1 bauen darf, mir nicht. Das ist super. Oder höchstens Rang 3. Was ist denn das immer für ein Clipping hier? Du bist das Haus. Kann das sein? Da unten, ne. Oder doch? Doch, ich glaube, da unten hat er dann ein Haus gebaut. Ja, das bist du gewesen, oder? Ja, sieht ja scheiße aus, also wäre ich gewesen. Ach, scheiße, wir brauchen Stahl für den Ofen. Sehe ich gerade. Ja, dachte ich mir. Ich habe mich schon total gewundert, dass du es gesagt hast hier. Ja, Eisen. Eisen und. Und dieses komische Rennzeug. Das ja, aber dafür brauchen wir auch noch ein bisschen Eisen. Also, das sollte mit dem Eisen, das wir haben, jetzt reichen. Das ist nicht das Problem. Ja, wenn du entgegenkommst, hast du das Eisen auch viel schneller. Wo sind die? Ich glaube, du bist da lang, ne? Die sind nämlich leicht overweighted. Schmeißen sie mir alles entgegen, was sie haben. Ich
schmeißt dir so viel entgegen, dass ich nicht mehr overrated bin als du. Aber nur Stahl ist ja okay, wenn wir jetzt irgendwie was mit Zement bräuchten, müssen wir. Dann ist wieder viel. Dann ist wieder eine Menge los. Ja, Zement brauchen wir für den Ofen, damit wir steif werden. Oh nee, stimmt, ich hab das vergessen. Stimmt, wir müssen doch den schmelzenden Scheiß. Oh Gott, den Rennofen in Stahl. Verdammt. Halt doch mal deinen Mund. Verdammt, je. Vielleicht wär's jetzt auch ohne Zement gegangen. Aber stimmt, nur weil ich's gesagt hab. Ja. Brauchen wir da jetzt vielleicht doch noch irgendwelches Metall mehr? Nein. Gut, dann kann ich mich jetzt hier auf die Kiste setzen und hier bei der Arbeit zugucken und nebenbei meine Fritz-Cola genießen. Du müsstest gleich einmal ein bisschen was bauen, weil das habe ich noch nicht freigeschaltet. Das finde ich schon. Ich habe auch noch 23 Punkte übrig. Und jetzt schalte ich es halt. So, und zwar. Ich habe ja fleißig gelevelt, indem ich immer Farfahrt gesammelt habe. Immer schön reindrücken. Aber ich habe tatsächlich viel dadurch gelevelt, weil ich das Grinden mag. Ich habe sogar die Strategie genommen, dass ich mit als erstes die Bandages geskillt habe und die Sichel und habe dann einfach. Ich bin immer mit der F mit der Sichel durch Gebüsch gerannt und habe, während ich andere Sachen gesammelt habe, mein Charakter die ganze Zeit 100 aus 6 Bandagen craften lassen, habe die dann zerlegt, die Hälfte wiederbekommen. Und hab wieder Bandagen hergestellt. Was habt ihr gemacht? Welches Spiel habt ihr gespielt? Ich hab das Ganze auch mit Holzwänden machen, meine Häuser, wenn wir Bäume fällt. Ja, aber die Bandagen gehen vom EP her und zu dem, was du brauchst, am einfachsten. Mhm. Ich bin einfach gespawnt und hab einfach das Spiel gespielt. Ja, hab ich auch. Und nicht irgendwie irgendwas gemacht, ja, also. Das ist ja frech. Aber gespielt das Spiel. Geschaut, rumgelaufen, irgendwas gebaut, gesammelt. Aber. Ich bin das halt, wie gesagt, ich gehe da halt anders ran. Ich bin das durch 6000 Stunden nach und so. Immer wieder neu anfangen, neue Charaktere. Da hast du irgendwann das Power-Level so drinne gehabt. Haben wir keine Stöcker mehr? Was ist denn hier los? Gex kennst du bestimmt auch arg. Flößer-Spam. Immer nee. Wieder auf Floß bauen zum Level. Nie gemacht. Ich hab sowas nicht gemacht. Ich hab einfach nur gespielt das Spiel, ich sag ja. Herumgelaufen, hab Sachen gesammelt, hab Bäume zerschlagen. Das Power-Level habe ich auch nicht im PvE gelernt, sondern das war, wo ich arg PvP gespielt habe. Achso, habe ich nie gespielt, deswegen. Das war nicht notwendig. Kann noch wer halt Schwefel mitbringen? Schwefel bräuchten wir noch. Ja. Ja. Ist direkt vor mich. Oder PvP ganz viele Knochen. Geht's halt darum, wenn ein Server neu aufgemacht hat, ja, dann musst du ruckzuck sein. Die als erstes High-Level sind. Ja, klar, natürlich. Ich hab nie gespielt. Und so frei hatten. Ich hab keinen Bock auf PvP bei solchen Spielen. Das ist ja, ich hatte irgendwann halt auch keinen Bock mehr drauf. Vor allen Dingen, weil Ark da das Problem hatte. Und da, das ist im PvE nicht so aufgefallen. Aber die Geodata von Ark war einfach schrecklich. Du konntest dich in so viele Berge reinklitschen. Und das wurde halt im PvP massiv abused. Da gab es Leute, die hatten ihre ganze Basis in dem Berg drinnen. Mhm, das ist jetzt in der neuen Season nicht mehr. Das haben sie komplett ausgeschaltet. Du kannst nicht mehr bauen jetzt da. Also in Bergen. Generell nicht mehr. In Caves haben sie komplett ausgemacht. Nee, nicht in Caves. Die Geodata war kaputt. Einfach bei den normalen Bergen im Glitch, meinst du? Ja, es gibt doch zum Beispiel jetzt gibt's so ein neues Vieh, diesen komischen Weltraubwal. Und der hat so einen Charge-Angriff nach vorne. Da macht er so einen Blitz-Charge nach vorne. Und wenn du den manchmal an bestimmten Stellen gegen den Berg gemacht hast, bist du durch die Bergwand durchgeschossen und warst in dem Berg drin. Ach du Scheiße. Ach so, okay, das ist heftig. Dann gebaut oder was? Dann konnten die da drin, wenn die sich auf den Wal gestellt haben, Foundations in die, du musstest nur eine Foundation setzen, die mit der Bergwand connected war. Ja, und dann klar. Konntest du da immer mehr dran setzen und konntest eine komplette Base in den Berg bauen.
Ja, das ist natürlich beschissen. Was sie jetzt einfach nur gemacht haben in Season 3, weil sie da keinen Bock drauf hatten, dass Leute sich irgendwie in den Höhlen verschanzen und dann da immer nur warten, bis andere kommen oder so, haben sie komplett Cave-Building ausgemacht. Ich meine wirklich das mit diesem Kontakt. Naja, okay. Von Geodatabugs und so. Du hast halt die Gegner nicht raiden können, weil du denen ihre Base nicht gefunden hast. Ja, aber das... Wenn ich durch Zufall einer dort war oder selber mal einen Renderfehler hatte, dass er die Base gesehen hat im Berg, hast du nie gefunden, wo die wohnt. Das sollte man beim Server-Neustart einfach so gelöscht wird, sowas. Meshing nennt man sowas halt, ne? Ich bin auf dem Weg, aber dauert ein bisschen. Ich hab Schwefel. Da bist du ich überladen, 100, 200. Ja, es geht eigentlich mit der Überladung, aber der Wind ist halt jetzt kacke, ja? Ich bin beides, genau, natürlich, ich bin überladen, ja. Ich komme. Wind ist halt ja, auch das noch hat mir halt irgendwann den Spaß verdorben, dann. Ich bin 90% minus von der Geschwindigkeit hier. Irgendwo hier muss er sein. Das ist schon von unten, oder? Da oben. Ich weiß nicht, ob ich runter muss dann gleich. Gex hatte bei Ecolos auch den Home-Technikus Malus Handicap Level 7 stark verlangsamte Lernkurve und viel. Ich wünsche mir was. Ja, genau. Ich wünsche mir dies und das. Ah, denke ich mir. Sag Stopp. Ja, jetzt bin ich überladen. Das ist super. Du, ja, oder? Ich bin auch noch überladen. Ja, natürlich. Ich habe 250. Ja, dann kriege ich mal beide. Geteiltes Leid. Ja, musst. Achso, okay. Musst ja nicht. Gut. Das ist weit noch weg. Deswegen war das ja ganz interessant hier mit Technikus hier. Zwei Stühle, also, ne, so zwei Deppen, also die haben eine Menge Spaß gehabt. Ja, das Wetter ist halt jetzt wild. Ist noch weit bis nach Hause? Naja, hier ist bloß Wasser warten. Kannst du nicht sagen, dass der Technik das ein Depp ist? Ich hab... Was? Achso, nee, also... Ich bin der Doppeldepp. Ich war ja dabei. Was für Depp muss man denn sein, dass man mit dem Depp spielt? Genau, das ist der größere Depp. Halt raus. Nee, hol bei ihm ab. Gib dir direkt Schwefel dann jetzt mal hier, da. Einmal, zweimal, dreimal, viermal... 5-mal, 6-mal. Ich kann noch 4 Kilo nehmen. Also kannst du nochmal laufen? Stimmt, wir haben noch nie Rucksäcke gehabt. Schon lange nicht mehr. Moin. Tom. Aber ich bin relativ schnell, wenn ich überladen bin, trotzdem noch. Krass. Tom Bombardin. Ist das nicht einer von... Ah, wo gehört denn der hin? Das ist Herr der Ringe, oder? Nee, doch. Hat er Tom Bombadil? Ist das nicht Herr der Ringe? Was ist denn Herr der Ringe? Was ist das? Nee, warte, das ist. Doch, das ist, glaube ich, Herr der Ringe, oder? Da gibt es auf jeden Fall irgendeinen, der hieß so ähnlich. Ich habe da nicht mitgespielt. Kenn ich nicht. Die Mission ist eigentlich nicht schwer, aber es gibt, wo man bauen muss, ist von Bären verseucht. Ein Bär hatten wir. Ein Bär. Der hat aber gereicht, Herr Gex. Ja. Ein Bär und Wolf haben mich überrascht. Ja. Aber man muss zu seiner Verteidigung sagen, er hatte zu der Zeit ja Internetprobleme. Ja, weiß nicht, ob das so sagen kann. Warum bauen wir eigentlich nie eine Tür ins Haus? Hat das mit dem Level zu tun? So, einer kann mal die T3-Bank bequaften hier drinnen. Dafür ist alles da. Also, von Gefühl her haben immer... ist immer dazu gespawnt ein Bär. Wer soll was bauen? Die T3-Bank brauchen wir. Die Bearbeitungsbank, ne? Genau. Ja, ist doch schon quasi fertig. Ja, die musste nur gequaftet werden. Ich kann die nicht craften. Aber das ist nicht immer der Fall, du. Ich habe auch schon Bären gejagt. Also Wildschwein und Wolf manchmal dazu. Aber keine Ahnung, ob es da eine Regel gibt. Stell die doch quer vor die Betten. Als Trennwand? Ja, als Schlafzimmer.
ein Mann hier überhaupt? Das war ein Beste hier. Was kann ich jetzt hier bauen? Zement hier. Zementmischer, Holz, Stein, Eisenbahn, Seil, Eisenbahn. Genau den Zementmischer wollen wir ja jetzt bauen. Ich weiß, deswegen. Ich tue nochmal die Bahn schon mal rein. Zack. Ich hole schon mal die Nägel, können wir hier reinklatschen. Nägel, mach mal hier Nägel einfach. So, Bahn. Jetzt brauchen wir das Ding. Zack. 6, 12, Bahn. Oh, jetzt kann schon viel. Aber Sprit das ist mir schon vor Level 60 passiert. Du, als ich Bär mit Level 50, 40 hatte. Gab es auch immer einen Wolf dazu. Die kam halt einfach, weil sie in der Nähe waren. Oder spawnen die währenddessen. So, jetzt brauchen wir für den Zementmischer nur noch Seil und Nägel. Nägel und Seile. Nägel stelle ich schon her. Seile sind hier schon. So. Ja, dann baue ich ihn mal, ne? Ich baue ihn mal. Jawoll. Dann haben wir das Viech. Kannst du ja hier hinstellen. Kann man nicht rein daneben? Daneben? Nicht hier hin, wo der Pfeil ist. So quasi das? Als Türtrenner. Ja, so. Was für. Also dieses Haus hier. Aha, ja. Jetzt muss ich aber schnell eine Tür bauen. Sonst sagt er wieder No Shelter. Ja, es geht. Kann das sein, dass das Ding kaputt geht, wenn es regnet? Ist mir schon passiert. Nein, wenn ich da eine Tür hinbaue, nicht. Mir ist dieser der Ding kaputt gegangen hier, der Amboss. Neben der Tür. Ja, weil die Tür. Weil die Tür offen war. Nur wenn die Tür zu gewesen wäre, es okay gewesen. Siliziumdioxid habe ich da nicht welches mitgebracht? Haben wir da irgendwas? Er hat die Seile weggenommen. Die sind hier in der Werkbank drauf gegangen. Da sind noch 15 drin. Okay, habt ihr gewusst, dass der Spawn vom Wolf bei Level 60 oder 70 ist? Fix ist? Was? Wo? Wenn ein Bär ist ab Level 60 oder 70 ist fest ein Wolfspawn dabei. Beim Bären. Okay. Anscheinend. Wussten wir jetzt nicht. Bei mir war immer ein Schwein oder ein Bär dabei, aber auch vorher schon. Guck mal, wenn man die Kräuterbank wieder abbaut, zählt die trotzdem. Ja. Ja, das muss nur einmal da sein. Mit dir halt betrügen. Du musst Haus abbrennen, dann trotzdem. Geh mal weg. Wir so, ich hab jetzt mal hier Platz Mikro gemacht, da passt hier der oben. Achso, Zero, das Mikro. Bisschen. Hier kannst du den oben gleich hinstellen. Hab die Kräuterbank mal neben die Betten gestellt. Ich hol Silizium. Passt grün. Immer, ja, grün. Was ist das für ein Finale macht hier? Ach, perfekt. Passt doch alles rein hier ins Haus. Das war kein Problem. Okay, ja, ich war mir nicht sicher, welches Tier wir bauen müssen. Fangwaschabdet hattet ihr schon, ne? Der steht hier schon. Okay, dann schaut mal, dass ihr den Ofen bauen könnt mit dem Beton. Was brauchen wir denn für Beton? Silizium, Stein und Baumharz. Genau, Baumharz ist hier auf jeden Fall noch mehr als genug da. Silizium habe ich eben besorgt. Nee, doch ich nicht. Jetzt 97. Aber ihr könnt ja Stöcker herstellen. Ich hole noch ein bisschen Stein. Silizium ist da. Ah, du hast ja auch noch Silizium da drin, habe ich gesehen gerade in der Kiste, wo du nachgeschaut hast. Tu das mal, wenn es geht, in den Mischer rein. Irgendwo hast du gerade geschaut, wo Silizium ist. Zack. Haben wir noch Holz vor der Tür? Ja, da ist noch genug. Da stellen wir Stöcke her, genau. Hast du noch Holz vor der Hütten? Ja, das war genau. So. Wo ist denn die. Ach, da ist wie immer da oben drauf. Oh, meine Schwester hat jetzt angefangen, TikTok zu machen, ey. Baumharz. Da bin ich heute auch entsetzt gewesen. What? Wie alt? Hä? Wie alt ist sie? 30. Uff. Okay. Was? Mit was hast du jetzt gerechnet? 12? 10? TikTok halt, ne? Ich werde bald 40. Dann wäre das aber weird, oder? Dann wäre die sehr spät gekommen. Ich habe ja keine Ahnung, ich habe nicht drüber nachgedacht, wie alt du jetzt bist. Weil ich höre TikTok und höre ich halt dann, ja, das ist ein kleine Mädchen oder sowas, ne? Das war's. Aber
Direkt halt so Bikini-Tiptops. Also direkt nachgestiegen. Okay. Noch irgendwelche Videos vom Sommer, wo sie mit Freundinnen zu dritt im Whirlpool liegen und so. Okay, das ist ein direkter Einstieg, aber ganz wilde Sache. Ja, aber so funktioniert das. Alles richtig gemacht. Ich habe ihr erstes TikTok direkt nach 2 Stunden schon 100 Likes gehabt. Da dachte ich mir wieder manchmal, Mädels haben es einfach. Ich habe ein Bikini, also. Was immer. Warte, was immer. Bei Technikus wäre das aber genauso. Da wird der Bikini brennen. So. Aber wenn sie Spaß dran hat. Ja, natürlich, klar, warum nicht? Man kann sich ja mal ausprobieren. Irgendwo war doch noch Silizium da. Zack, hab ich gefunden. Wie viel brauchen wir jetzt insgesamt von denen? Ihr könnt jetzt schon mal die, die eine Küchenbank herstellen. Oder sonst da in die Bank. Wie viel Beton brauchen wir? 20. Ja, die haben wir ja schon. Jo, Küchenfläche stelle ich her. Energie. Küchenfläche, ja. Ist das ein neuer Char? Das ist mein einziger Char. Wenn du die sauber hier in die Mitte stellst, hast können wir Carbon hier drum rumlaufen. Aber noch niedriges Level. Keine Ahnung, ich habe schon lange Carbon-Rüstung, weiß nicht, ja. Warum. Hat das eins mit dem anderen zu tun? Wir brauchen noch einen Küchenherd. Was brauchen wir für den? Ist das der Küchenfläche? Dafür brauchen wir nur noch 24 Stahl und 8 Stahlschrauben, also 25 Stahl. Also den Biospritofen brauchen wir. Genau. Stahl und Schrauben. Weiß nicht, vielleicht habe ich ja falsch gespielt. Keine Ahnung. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass wir den brauchen. Das könnte auch der Kochstelle sein, aber unwahrscheinlich. Das wird schon der sein. Das ist ja gleicher Tech. Frag mich nur, wie man es mit niedrigen Level erlangt. Es sei denn, man farmt ja eine Mission. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe die vielleicht insgesamt 4-mal gemacht oder so. 2-mal und dann irgendwann nochmal 2-mal. Einfach die Mission. Man kriegt doch Sachen genug, keine Ahnung. Ja doch, du hast die Mission schon 2, 3, 4-mal mitgemacht. Ja, das war's. Ich hab keinen Bock auf so Grind-Dings da. Ja, aber da hast du ja trotzdem... Wenn du die 3, 4 Mal mitgemacht hast, sind jedes Mal 60 Oxid gewesen. Da hast du ja trotzdem über 200 Oxid da durchgemacht. Bisher ging es ja gar nicht anders, weil du ja nur in einer Mission, also in 2 Missionen überhaupt Exotics bekommst. Zuverlässig. Das ist ja auch relativ wenig. Ja, wie gesagt. Wobei, du brauchst nur 100, ne? Um die zu kriegen, die Rüstung. Ich hatte mir aufgeschrieben, um alles zu machen, brauche ich nur Money. 3000 Money. Genau, und die Rüstung ist ja für dich, stimmt. 200 Dings da, das andere, exotisch, ja. Gut, aber und die meisten Money wissen auch nicht, dass du in der ersten Exotic-Mission nicht nur 16 Exotic kriegst, sondern 64. Es gibt bei der ja 4 Vorkommen, falls Tom Bombadil das nicht weiß. Braucht man noch Epoxy oder so? Nö, alles da. Alles wir da? Brauchen nur noch das Stahl warten. Und dafür müsst ihr jetzt alle. Achso, ihr müsst noch den Ofen bauen, ne? Also, ich habe halt straight geholt hier, Tom Bunny. Stahl fehlt. Oder hast du alles reingetan? Ich bin straight dahin gegangen, ich bin nur einmal falsch gegangen. Eisen fehlt. Ja, Eisen brauchen wir doch noch mehr, oder? Ich habe halt nichts gegeben. Nein. Ich habe halt nichts anderes geholt, außer das erstmal. Doch, okay, am Anfang habe ich einmal die blaue Axt da geholt oder so. Aber sonst straight dahin auch geschaut, wegen dem Anzug und so. Einfach dahin. Das blaue Messer geholt und Axt oder Spitzhacke, sonst straight dahin. Einmal mit dem Anzug geholt, den ich nicht holen wollte, aber das war ja auch egal. Und wir spielen das Spiel jetzt 156 Stunden. Also. Mit allem drum dran gelabern und doch dies, das. Genau, ich spiele es komplett falsch. Heute ist der.
Heute ist der 14. Aufnahmetag hier. Und 6, 5 Stunden und Level 15. Wie kommst du auf Level 15? Hast du nicht vorher gesagt, Level 66 bin ich doch. Wie kommst du auf Level 15? Ich bin einfach falsch. Alles falsch gemacht im Leben. Einfach löscht den Char. Egal. Stellt mal einer hier. Weil ich nur das Skill, was ich halt brauche in der Mission. Wenn ich was brauche, gehe ich hin, klick's an. Wenn ich es nicht brauche, machen's andere. Ja. Mhm. Hierzu habe ich nur das Skill, was wir für die Mission gebraucht haben. Da. Radar, Extraktor. Und Fabrikator. Und hier haben wir Biersprit und Seil gebraucht. Ich stelle nur das hin, was wir brauchen. Hier genauso. Da habe ich das gebraucht. Ich stelle das hier, was halt erforderlich ist. Mach das, Technikus. Schon wieder Mittagsschlaf am Vormittag. Frech. Nachti. Ich habe übrigens den Ofen wiedergefunden. So. Wo war er? Auf dem Dach. Das ist geil. Gut, da haben wir jetzt zwei. Geil, Mann. Da ist kein Ofen am Dach, bin ich angelogen. So, jetzt bin ich wieder da. Der war auf dem Dach, ich habe ihn schon wieder runtergeholt. Also als ich jetzt nicht da war, habt ihr irgendwas runtergeholt. Ich verstehe. Ja, geht ja nur. Gut assoziiert hier. Mhm. Ja, verstehe schon. So. Haben wir jetzt zwei Öfen? Hast du noch einen hergestellt? Ja. So, also was müssen wir noch machen? Schmelzen oder was? Also nur Stahl fehlt noch, oder? Dann haben wir es. Ja, das wird jetzt hergestellt, das könnt ihr eben einer. Und die Schrauben? Die werden aus dem Stahl hergestellt. Aha. Mhm. Zum Glück 100 für einen Stahlbahn, nicht 10. Ja, wir brauchen nur 4 Schrauben. Achso, Epoxy brauchen wir glaube ich noch was, ne? 12, genau. Ich wusste nicht, ob man unendlich Punkte hat, deswegen habe ich immer nur das hergestellt und das gelernt, was ich gebraucht habe für die Mission und fertig. Ich habe festgestellt, ich habe alles falsch gemacht im Spiel. Finde ich gut. Und das war's dann schon? Oder was? Das war's dann schon, ja. Schade. Das ist. Die Mission wird vor der Karotte fertig sein. Ja. Traurig, aber wahr. So ist das. Ist ja bloß aus Karotten angepflanzt. Ja. Oh, dann werden die Wand kaputt geschossen. Ey! Vorsicht nicht, dass dann irgendwas nicht geht. Wieso machst du das? Aua! Stell dich doch nicht in den Schutzpark! Ich muss die Knochenfalle nehmen. Ach so. Na klar. Jetzt muss ich 40 Fasern farmen wegen dir. Hast du dich? Sofort bluten hier. Warte, ich habe in der Kiste doch ganze Kiste voller Fasern gemacht. Reingetan. Hä? Okay, das. War das bei der anderen Mission? Was? Ich habe doch eine Kiste voller Fasern gehabt. Fasern, die hat eine blutende Wunde. In die Werkbank gelegt. Passt. Ich brauche nur eine bauen wollte. Alles gut, kannst du machen. Ich brauche nur eine für Verband. 40 Stück. Und ich hatte eh schon Verband in der Ding, stimmt. Ich hatte mehrfach drauf geklickt, hat sich nie bandagiert, dann war die Wunde schon weg. Wieso beschädigst du das Gebäude? Wer hat denn jetzt auf mich geschossen? Ich hab nicht geschossen, ich war gerade in der Ding. So bestimmt der Böse. Was? Wie sie alle auf mich zielen! Ja, nur klar!
Du bist der, das Haus angreift. Bist der, das Haus angreift hier. Guck mal an, du hast jetzt zwei Hörner auf der Stirn. Halber Teufel hier. Das war schon bei Arkham immer wild, dass man so einen scheiß Pfeil da stecken, sieht man nichts mehr. Warum macht ihr das? Ich mach gar nichts. Was ist das, ihr? Ich bin nur weg, dass ich hier nicht getroffen werde drin. So, irgendwer kann den Ofen bauen. Jo, wird gebaut. Biersprit Ofen. Brauchen wir noch Biersprit? Ne, wir müssen nur bauen, ne? Das ist, darum kümmern die sich dann. Der müsste auch was tun, zum Glück. Hier fehlt eine Wand. Hey, das snappt sogar. Anything else? Anything else? Nope. This one's just about over. Gehen wir unten rum oder was? Oder oben rum wieder? Egal. Na, dann gehen wir oben. Aber nochmal kurz schlafen, bevor er losläuft hier. Mal kurz Pennerino. Wo habt ihr die Betten hin? Ach, da ist er immer noch da, okay. So. Okay. So ein Ding wollt ihr dem hier das hinterlassen oder was? Nee. Was, so eine kleine Hütte hier? Für die Nachfahren? Kannst ja noch anzünden, damit sie es warm haben. Habe ich eigentlich fast schon gemacht, weil hier was Lagerfeuer gelaufen ist. Ich habe wieder gelöscht. Aber ich bin ja nicht so. Sollen die mal da hausen richtig? Wieder Multicam an. Zack, zack, wie alle nach Hause laufen, wie die Verrückten hier. Also ich fand die Mission wunderschön. Es ging endlich mal nach Tech 3. Was ist denn das mit der Version 89355? Shipping First Cohort. Ist das? Ist doch keine Version von dem Spiel. Was? Riverlands Ref 89355. Ist das die Mission? Ist das die Missionsnummer? Oben rechts, also nicht. Unter Riverlands. Ach so. Ach, du gehst da lang, ich laufe hinterher hier. Soll ich aussammeln, dass ich nicht runterspringen muss? Ihr Beste, oder sagst du hier? Zong. So. Oh, perfekt. Jetzt kommen wir wieder nach Hause. Ach, schau mal, wie nett wir sind. Wir errichten hier Sachen und Dinge und die können dann da leben. Und Spaß haben. Ist doch geil. Ja, die hörst du, oder was? Und was ist in 6,5 Tagen? Werden die alle ausgelöscht, oder was? Ja. Ja. Dann ist Icarus vorbei. Wir sind ja wieder bald im Diskussionsmodus. Ja, was haltet ihr von einer Minimap? Ganz schlecht. Braucht man nicht. Was war's das jetzt schon, oder was? Ja. Wieso seid ihr euch einig? Ja. Gut. Dann spiele ich mal den Gegenpart. Also ich finde, eine Minimap wäre super geil für die Orientierung und man könnte auch sehen, wo die Teammates sind. Halt dein Mund, dich hat keiner gefragt. Das ist ein Survival-Game, das ist kein Wohlfühl-Game. Eben, halt dein Mund, dich hat keiner gefragt. Und ich sitze immer noch am Computer mit der Maus. Also hätte ich gerne eine Minimap.
bin ich eigentlich gar kein Level, aber ich muss ja irgendwie muss ich ja den Gegenpart. Den Gegenpart hier, ne? Es ist vielleicht scheiße zu argumentieren, wenn man selbst auch nicht dafür ist. Also für meine Orientierung, da ich immer sehr, sehr lost bin, würde ich es fühlen. Oder ich zumindest. Es geil, wenn es entweder ein Modul gibt oder. Ja, also das Mate-Modul, was halt die Mates anzeigt, wenn das so ein HUD-Modul wäre, dass nicht nur, dass vielleicht die Mates auch oben auf dem Kompass anzeigt, was das wäre perfekt. Der Minimap also was auch die Minimap zeigt, was die Mates auf der Map zeigt, also auf der Map sind die Mates auch normalerweise nicht zu sehen, dafür wäre ich. Und dann kannst du halt sagen, okay, ich will dieses Modul haben und das mir einfach machen, oder ich nehme dieses Modul nicht und nehme mir dafür 5% von Speed oder Inventarplätze. Das müssen sie dringend ändern, weil das Modul ist komplett useless. Ja, also auf jeden Fall beim Dings, beim Navigationsdings, beim Kompass, wäre super. Das wäre toll, dass man den Mate sieht. Also, selbst wenn du den dabei hast, ist das halt für dich super geil, weil du halt alles siehst. Aber trotzdem wäre dann auch noch eine Kommunikation dabei, wenn ich das nicht hätte, weil du mir trotzdem sagen müsstest, wo du bist, weil ich es eben nicht sehe. Mhm. Du möchtest also die Kommunikation fördern. Ja, ich finde das in Spielen ganz oft so schwierig, dieses du bist nicht wirklich im Spiel drinne, sondern du bist so ja, durch die Map und sowas alles out of game. Komm mal zu dem Punkt dort hinten und sowas alles. Und ich finde es eigentlich geil, wenn es so ist, du sei es jetzt hier irgendwie 7 Days to Die, wenn du da irgendwie an einem Ort bist, oder halt hier in dem Game, wo du dann irgendwelche Quadranten nennst oder irgendwie sagst, ja, du musst 3 Häuserblöcke rechts und dann das rote Haus, dahinter bin ich in dem komischen verfallenen Ding und sowas in der Art. Muss ich jetzt hier außen rum oder was? Ich komme da nicht hoch oder was? Ja, das nee, weiß ich. Es gab eine Stelle, wo du hochlaufen kannst. Ja, ich hab's gesehen auf der Map, aber ich dachte, vielleicht kann ich woanders hoch. Ja, das. Ich weiß jetzt, das ist nicht schlecht hier, wenn man das so sagt. Ja, C2A1. Da bin ich jetzt. Mhm. Längenbreitengrad. Also XY-Koordinate. Fertig. Dann musst du ja auch vielleicht noch sagen, so dort unten an dem Zipfel von dem Berg, da siehst du doch den Fluss und das oder so. Ich mag sowas eigentlich. Ja, schon. Vor allen Dingen, mit dem Grid ist es am einfachsten. Ja. Da müsste man aber die Art und Weise vom Spiel komplett ändern. Dann Hardcore oder Normal oder so noch. Was sie schon mal gesagt haben. Über Arcus kann man ja auch umstellen. Man kann ja das Modul recht leicht zugänglich machen, dass es nicht zu teuer ist. Dass du es erstmal komplett ohne hast, dass du auf jeden Fall einmal das dir so angucken musst und sagen kannst, okay, gefällt mir vielleicht sogar doch. Und dann kannst du dir, wenn du Bock hast, das sofort kaufen und sagen, ja, ich will dir trotzdem mitspielen. Ja, zum Beispiel. Beides Zong ist okay. Beides fetter Nocta-Lüfter, super geil. Schöne Wasserkühlung. So ein AIO ist auch nicht schlecht. Beides okay. Wie man Bock drauf hat. Oder normaler Dark Core reicht auch. Je nachdem, wie ich im Prozessor. Also. Vero ist bestimmt schon unter Kapsel, ne? Ja, ich warte hier schon eine halbe Stunde. Nein, nicht ganz, 2 Minuten. Ich bin noch ziemlich weit weg, weil ich die Dings nicht genommen habe hier, den Durchgang nicht genommen habe. Was jetzt? Ich dachte, vielleicht gibt es noch einen anderen Durchgang. Wir haben das mitbekommen, du hast die Bergpassage verkackt. Ja. Mich hat ein Bär angeknurrt. So, ich gehe schon mal hoch. Weil ich habe gerade Oxygen low und vor dir schon Leben. Ist ja kein Hardcore, oder? Man kann ja den anderen retzen. Also kann ich sowieso retzen, aber nicht, dass ich dann sterbe. Achso, ich kann einen Dude ja mal aufheben. Wie liked man eigentlich Leute hier? Einfach Daumen hoch. Einfach Daumen hoch. Es ist Daumen hoch. Ich weiß, es ist sehr, sehr modern heutzutage, so 240, 63 Wasserkühlung. Aber brauchst du nicht unbedingt. Kannst normal Lüfter drauf tun und fertig. Denn nimmt sich jetzt nicht so viel. Guck mal, wie lange der Keks hier noch braucht. Ich finde, es ist Geschmackssache, aber es ist halt modern heutzutage, so eine IO drauf zu tun. So eine 63 mm Dings da. Ich hatte früher davon nichts gehalten, habe selbst in einem Rechner nur so einen Lüfter. 80. Und es ist auch okay.
erstmal. Bei dem 770K, der ziemlich heiß wird, da habe ich einen fetten Nocker drauf. Ich habe da auch ein bisschen mal rumgespielt, eine Zeit lang wegen Übertakten und so. Und der ist halt ultra heiß. Ich wollte ihn auch schon köpfen, hab's aber dann doch gelassen. Ey, ganz ehrlich, ich stelle mir gerade wieder eine Frage. Der Speer, den du kaufen kannst, der ja übel teuer ist. Projektilschaden. Wer wirft den Speer? Wer wird das messen? Das ist eigentlich ziemlich geil. Weil wenn ja, du aber damit die Chance, dass du den nicht wiederkriegst, ist relativ hoch. Den kriegst du immer wieder. Aber was heißt wartungsfreier? Ja, nee. Weißt du, was ich mache? Was heißt wartungsfreier? Ayo, wartungsfreier? Was? Dann Gegenfrage, was musst du beim Lüfter? Also es enthält ja beides Lüfter. Ne? Du hast ja bei Wasserkühlung mehr Lüfter als ohne Wasserkühlung. Du hast nur einen Lüfter und fertig oder zwei, je nachdem. Im Endeffekt ist es egal, im Endeffekt ist es Geschmackssache. Sollte ja. Ich wollte gerade sagen, hast du eigentlich mehr als bei einer Ding. Bei einer Luftkühlung ein bisschen drüber pusten und fertig. Ja, ich weiß nicht, soll vielleicht mal 2 Jahren, je nachdem. Ich weiß nicht, habe ich jetzt auch nicht gemacht. Und alles okay. Ich weiß, die Verlustflüssigkeit, das wird weniger und alles, aber solange es funktioniert und alles gut geht, mache ich da auch nichts. Ach stimmt, das wäre ich ja sofort hochgekommen. Also mit ja eben, du bist nicht der Host, du kannst gehen. Ja, stimmt. Ja, vergessen. Sorry. Was ich aber viel schlimmer an diesem Speer finde, ist, dass der so schlecht zu werfen ist. Das, was ich beim Bogen sage, wo es der Bogen so geil zu spielen ist, ist beim Speer genau das Gegenteil. Der Speer ist so ekelhaft zu werfen. Nicht nachvollziehbar, oder was? Ja. Die Flugkurve? Aber ich denke halt, dass der Speer viel mehr Damage macht als das Messer. Weit mehr. Ja, natürlich. Was zum Teufel? Wenn er so Speer in die Fresse fliegt, ist es schon wieder ein Messer. Ja. Irgendwie hat auch einen reinen Vorschlag gemacht, dass der Speer eine geile Charge-Abwehr ist, weil es ist ja eigentlich so dieses, das Speerding, ne? Gegen Kavallerie. Also wenn ein Bär oder irgendwas auf dich zuscharcht und du den Speer hältst, den kannst du dann irgendwie, weiß ich nicht, ähnlich wie beim Bogen, wenn du zielst, kannst du beim Speer irgendwie, weiß ich nicht, eine Defense-Haltung machen dadurch. Und dann machst du damit irgendwie nochmal doppelten Schaden, wenn jemand anchargt. Was ja so ein Bären, wenn du das halt in dem ins Gesicht hältst, eigentlich one-hitted. Vielleicht wirst du dann noch weggestoßen oder irgendwas. Oder kriegst noch ein bisschen Rammschaden von seinem Gewicht, aber der Bär ist tot. Oder hat extremen Damage gekriegt. Krass, 100 Dinge, ey. Ja, aber die Mission war jetzt nicht wirklich schwer für 100 Exotics, krass. Nö. Ist halt wirklich nur die Zeit, aber die Zeit ist echt ein bisschen lächerlich. Was es halt noch geben sollte, wäre halt einfach so ein Schild, dass du dann blocken kannst, Sachen, wenn eine Wolle auf dich zukommt oder so, also kurz blocken. Das fehlt mir auch. Dass du überhaupt blocken kannst. Gerade mit einem Speer, wenn ich so einen riesen Speer vor mir habe und nehme den in beide Hände und halt den verquer vor meinen Körper, dann kann ich doch einen Wolf damit blocken, dass der in den Speer beißt, verstehst du? Das ist immer neu starten. Beim Wolf finde ich das schwierig, beim Bär würde ich eher sagen, dass das beim Bär funktioniert. Ein Bär interessiert das nicht, wenn du dem einen Speer hinhältst, verquer. Na gut, stimmt, da bist du zu schwach. Der hat so viel Körpergewicht, der läuft einfach über dich drüber. Aber ein Wolf ist zu klein, der kommt dran vorbei. Der ist halt eher so gruselig. Also ich hatte Schäferhunde bei meinen Großeltern. Wenn du mal mit einem großen Hund gebalgt hast, oder auch wenn die mal sauer waren, und du hast einen Knüppel in der Hand gehabt und du nimmst den verquer vor dich, der beißt nicht dich, der beißt in den Knüppel. Ja, siehst du den Knüppel als Gefahr? Deswegen, oder? Eben, genau.
Wenn du dem einen großen Knüppel nimmst und hältst den verquer vor dich und rennst mit dem auf den zu, der beißt da rein, der attackiert den Knüppel. Na der gut, probiert das stimmt, ja. Da dran vorbeizuchargen und gezielt denkt, so intelligent ist das Tier nicht in dem Moment. Ein Bär, da funktioniert das nicht. Weißt du, was ein Eisbär wiegt? Das sind gehören zu den größten Landraubtieren auf dem Planeten. So ein Eisbär kann locker bis zu 600 Kilo und mehr wiegen. Den hältst du nicht, den interessiert das nicht, wenn du den Besenstiel vor dir verquer hältst. Stimmt schon, ja. Leute, und da funktioniert auch das mit dem Reinbeißen nicht. Die Gegenstände sind alle weg. Echt? Von dem Twink, ja. Ich muss immer wieder neu starten, komplett. Also ich habe die Mission abgeschlossen, kriege ich die Nachricht und recover, habe ich geklickt. Konnte das letzte nicht recovern. Und dann habe ich das Spiel neu gestartet und jetzt konnte ich nur noch ein Item recovern. Und nur das habe ich noch. Das war's. Alles andere lost. Alles andere weg. Ja, die Sachen, die ich recovered habe vor dem Neustart, sind nicht mehr da. Keine Module mehr. Keine Axt mehr. Kein Messer mehr. Nur noch die Spitzhacke habe ich. Und ja. Das ist natürlich ärgerlich. Ich habe auch gerade mal neu gestartet, weil bei mir war auch nur noch ein Item da und das, was ich mir gerade gekauft habe. Also nochmal neu starten. Ich konnte noch das Item starten, was ich hatte. Nee, jetzt ist wieder alles da bei mir. Ich hatte ja schon neu gestartet. Allgemein jetzt habe ich auch das geile Messer. Ich überlege mir dann nichts mehr zu holen, weil wenn das einfach weg ist, was soll ich machen? Das kriegst du schon wieder. Das wird wieder da sein. Ah ja, jetzt ist wieder da. Ja. Manchmal sind halt auch nur ein paar Gegenstände da, ne? Verstehe nicht genau. Du musst da mehrfach relocken, ja. Das ist natürlich ja auch schon. Gerade die Module, da ist das manchmal echt stressig. Aber das sind so Kinderkrankheiten, das fixen die noch. Naja, aber das stimmt so. Ein Item zum Blocken wäre schon geil. Aber ich würde dann nicht... Kennst du es ja von Ark, oder? Bei Ark geht's ja. Ich möchte kein Schild haben. Ja, weil, ich auch nicht, weil das sieht man beim Laufen nichts, aber es ist halt das einfachste Methode. Das ist auch noch ein extra Item, was du mit runternehmen musst. Und ich bin jetzt schon an der Grenze angekommen. Nee, kannst es ja bauen, du musst es nicht runternehmen, wenn du es baust. Ja, stimmt. Bei Tech 7 oder so dann. Aber ich finde, ein Schild passt gar nicht so unbedingt. Mir würde es schon reichen, wenn du mit Axt und Spitzhacke und so die Möglichkeit hättest, wie in vielen anderen Games, dass du auch damit eine Block, dass wenn du Rechtsklick machst, er das vor sich hält als Block. Quasi, oder in vielen Games ist das dann eher parieren. Weißt du, was ich meine, Kriegs? Ja, dass du halt einen Angriff, dass du zum Beispiel den schräg hältst, den Speer oder deine Axt, und wenn der Wolf auf dich zukommt, parierst du den Angriff und er slidet damit schräg an dir vorbei. Das würde mir im Kampfsystem sehr gut passen. Ich stelle mir das aber schwer in echt vor, oder? Ich denke, wie gesagt, mit Wölfen und so geht das. Gerade mit einem Speer kriegst du das hin. Ist Enzo so passiert, er hat die ganze Ausrüstung verloren. Ich weiß nicht, ob sie dann wiederbekommen und noch mehrfach neu starten, aber ich glaube nicht. Was sind die Ausrüstung noch weg? Bei Enzo ist eine Rüstung komplett weg, immer noch, glaube ich. Bei mir ist der hat es dann neu gekauft. Ja, das haben sie übrigens gefixt. Ich glaube, du kriegst sie zwar nicht wieder, weil die gingen wahrscheinlich kaputt. Das haben sie jetzt im Patchmodus drin stehen, dass wenn die Rüstung kaputt geht, du die nicht mehr verlierst, sondern die halt auf null Haltbarkeit ist und du die dann wieder in der Station reparierst, wie die anderen Sachen auch. So. Nicht ganz verstanden, was damit zu tun hat, dass das gar nicht gespawnt ist. Also er hat ja gar keine Chance gehabt. Er hat sie nicht mehr gehabt. Ich dachte, das war, als er gestorben ist, dass die dann weg war. So wie ich es verstanden habe, ganz normal hoch mit uns und dann hat sie angehabt.
Er hat sie angehabt, hoch und wäre sie weg. So, ja, als er in der Station war, war sie weg. Ja. Nee, dann ist das was anderes gewesen. Ich meine, das wäre irgendwo gewesen, wo irgendwer gestorben ist und dann die Rüstung weg war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt zwei Fritz-Cola getrunken. Das war mit dem Modul bei mir. Ich bin jetzt wieder voll wach. Ich gehe jetzt auf Toilette kurz und dann würde ich, glaube ich, sogar noch eine Mission mitmachen, wenn ihr noch eine macht. Okay. In der Nietzsche. Was ist das neu hier? Firewalk? Delivery? Das ist, ja, glaube ich, neu, oder? Das war's. Liefern Sie die Flechte an Ihr Dropship? Terraforming-Flechte abrufen? Ja, das ist...